Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kok hier auf meinem Kanal. Ja, lang ist es hier eine Woche. Und ja, ich bin wieder ganz unkreativ und wir machen einfach einen Live-Fight, aber zuerst jamme ich für euch die Queen fertig. 17er Queen nur für euch, von mir für euch, ja. Morgen ist wieder Clash, beziehungsweise morgen nicht, sondern übermorgen ist wieder Clash Royale. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, jeden zweiten Tag ein Video hochzuladen, da es von mir zeitlich zur Zeit nicht so toll passt. Aber ich habe gesagt, wir gucken jetzt live halt so wie immer. Dreimal nehme ich euch mit. Wenn wir scheiß Loot bekommen, Alter. Dann sehen wir uns nach dem Cut wieder. Okay, Leute, wir sehen uns nach einem kleinen Cut wieder zurück im Spiel. So, Leute, ich habe nun endlich einen gefunden und wir müssen jetzt sofort loslegen, weil sonst ist gleich die Time vorbei. So, der Minenwerfer schlägt ein, So, wir setzen uns hier einfach mal eine schöne Reihe. Wir unterstützen ihn hier mit den Riesen aus unserer... Ja! Schön ausgelöst. Wir setzen unseren Hauptfokus hier einfach drauf jetzt. Genau, geht jetzt hier rein. Rein. So, der erste Wutzauber kommt jetzt. Was macht denn der King jetzt da draußen? Und wo ist die Queen? Hä, wo ist die Queen? Leute, ich sehe die Queen nicht. Hä, wo ist die? Ich sehe die Queen. Da drin läuft sie rum. Jetzt macht die da drin jetzt down einfach mal. So, gucken wir mal. Ja, es wird schlecht. So, jetzt haben wir die Fähigkeit aktiviert. Der Angriff ist echt gerade echt schlecht, muss ich sagen. Sie haben jetzt so ziemlich alles niedergemetzelt. Es sind noch zwei Packer aktiv, okay. Ja, okay, kriegen wir noch ein bisschen was. Na, oh, scheiße. Naja, okay, ist okay. Achso, sind noch zwei Packer, sehe ich das richtig? Komm, schieß noch ihr drauf. Na, schießen gerade alle drauf, ja. Kann ich mir hier noch ein bisschen Dunkles holen? Mit dem Skelettzauber, ja, Tatsache. Nein, jetzt nicht mehr. Oh, was? Okay, ich bin trotzdem zufrieden. Ach, das war ordentlich Gold. Okay, Leute. Ja, okay. War nicht der beste Angriff, weil wir haben trotzdem 304, also insgesamt ein Bonus 370, 340 und 2500. Bekommen insgesamt plus unseren Rangbonus, also unserer Siegerprämie, sage ich jetzt einmal mal. Haben wir doch gut was gemacht hier. Was fordern wir an? Was wäre schlau? Für die nächste Challenge. Ich schreibe nur Lava und ihr seht es auch an den Truppen, was für eine Challenge kommen wird. Ich sag nur 8. Okay. Ich sag nur 8. Und? Es wird ein Fail-Angriff, nur für euch. Oder warte mal, dann machen wir getrennt. Wir machen erstmal nur die Skelettzauber und dann noch einen normalen Angriff und das nächste Mal kommt dann einfach heute mal raus die Drachenbaby Challenge. Also wir greifen im Online nur mit Drachenbabys an. Was nicht so vorteilhaft ist, weil Drachenbaby einfach schlecht ist. Na, was heißt, so schlecht ist er gar nicht. Es geht eigentlich. Sogar. Zack. Dunkles Elixier ist immer so relativ wurscht, muss ich sogar sagen. Wir denken so, dunkles, bla bla bla. Sprungfall mache ich übrigens auch zur Zeit ein bisschen was. Guck mit dem Blut, was wir jetzt gerade bekommen haben, mache ich jetzt einfach gleich wieder Sprungfallen. Habe ich wieder eine schöne Verbesserung am Start. Ja, was können wir jetzt noch machen? Wir könnten, ja, ich weiß es nicht, uns noch eine Wiederholung angucken. Oder, Leute, was haltet ihr davon? So, neues Projekt. Also ich habe mir da jetzt ein paar Spiele rausgesucht. Oder zwei. Ihr kennt auch sicher diese Pokémon, also diese Gameboy-Emulatoren. Ich habe mir jetzt gedacht, entweder spiele ich das Zelda oder Pokémon. Und das andere wäre Summoner's War. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Guckt euch auf jeden Fall an. Guckt es auf jeden Fall an. Das war das beste Deutsch EU. Ne, guckt es auf jeden Fall mal an, Leute. Würde mich mal interessieren. Also entweder Pokémon, Zelda oder Summoner's War. In Summoner's War habe ich schon einen Spielstand, das sage ich gleich vorweg.
Also da könnte ich euch direkt reinballern und Zelda und Pokémon sind einfach Oldschool-Spiele, die man einfach mal spielen muss wieder. Aber wie gesagt, ich spiele einfach nur das, was euch gefällt. Und mein Hauptfokus wird natürlich auf Clash Royale bleiben, das ist gar keine Frage, dafür habe ich ja den Kanal gemacht. Ja. Wie gesagt, ballert mir einfach mal in die Kommentare rein, eure Meinungen, würde mich auf jeden Fall interessieren. Und dann würde ich sagen, lasst einfach mal ein Like auf das Video da, abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Und danke fürs Zuschauen, haut rein und tschüss.